ab bei Hauptstadtsport TV. Wasserratten aufgepasst, die SG Neukölln lädt zum 12. Mal zum Heinz-Strachow-Pokal ein Turnier, bei dem die besten Vereine Deutschlands in den Altersklassen U13 und U15 vor dem Saisonstart noch einmal zeigen können, was ihre jungen Wasserballer so drauf haben. Das Turnier macht das aus, dass wir jetzt im 12. Jahr schon eine optimale Vorbereitung haben auf die jetzt in 2 Wochen startende deutsche Meisterschaft. Wir haben eine lange Pause mit den Sommerferien und hier ist immer so für alle Mannschaften, die seit Jahren kommen, der Auftakt, um einfach zu sehen, wo man steht nach dem Trainingslager und einfach um Spielpraxis wieder zu sammeln. Ob aus Duisburg, Potsdam, Bochum, Berlin oder Spandau im Sportbad Britz trifft sich die Wasserball-Elite der ganzen Nation und bei bestem Spätsommerwetter geben die wasserbesessenen Jungprofis alles. Denn wer hier gewinnt, der kann optimal in die deutsche Meisterschaft starten. Ich glaube, das ist eine sehr gute Vorbereitung für die Kinder nach der Sommerpause. Und die sind jetzt wieder zusammengefunden und ja, jetzt geht's los halt im Saison. Und dadurch, dass es halt so ein bisschen Spaßturnier ist, ich glaube, die Kinder können jetzt auch entspannt in der Meisterschaft gehen. Aber nicht nur für die besten deutschen Mannschaften ist das Turnier eine optimale Vorbereitung für die kommenden Meisterschaften. Auch die Nationalmannschaft aus Dänemark gibt sich die Ehre, sich auf ein ganz besonderes Turnier vorzubereiten. We are here for preparing the players for the Nordic Championship. Wir sind hier, um die Spieler für die nordischen Meisterschaften vorzubereiten. Ein Turnier, bei dem die skandinavischen Länder am Wasserball gegeneinander antreten. Für uns ist es wichtig zu sehen, welche Spieler wir einsetzen können und mit welchen Taktiken wir spielen können, um dann optimal ins Turnier zu gehen. And see what works for this team. Also who should be on the team and who should not be on the team. Die Jungwasserballer schenken sich im Becken nichts und so werden Tore am Fließband geboten. Natürlich steht der Spaß im Vordergrund, jedoch möchte sich jede Mannschaft von ihrer besten Seite zeigen. Nach 2 spannenden Turniertagen setzen sich bei der U13 die Gastgeber der SG Neukölln durch. Bei der U15 kann sich der ASC Duisburg die Krone im Strachow-Pokal aufsetzen. Naja, ist das immer wie so ein Familientreffen in der Wasserball-Szene hier gerade aus der Region. Dann ist natürlich toll, dass mit dem dänischen Team ja auch so ein bisschen für internationales Flair gesorgt wird, dass die Jungs nicht immer gegen die gleichen Mannschaften spielen. Und es ist einfach ein toll organisiertes. Für die Kinder und Jugendlichen bietet der Strachow-Pokal jedoch mehr als nur ein sportliches Turnier, vielmehr ist das Turnier eine gute Möglichkeit, von den Gegnern zu lernen und Berlin besser kennenzulernen. Ich finde es sehr, sehr cool. Es macht sehr, sehr Spaß, mit den älteren Gruppen sich zu unterhalten und zu spielen. Das macht einfach komplett Spaß, mit der Mannschaft hier zu campen. Wir grillen hier öfters und generell die Stadt Berlin ist toll. Man darf also gespannt sein, wer sich in den kommenden deutschen Meisterschaften durchsetzt. Der 12. Heinz-Strachow-Pokal zeigte einmal mehr, dass sich der deutsche Wasserball-Nachwuchs nicht verstecken muss.